Ja, ich bin ein großer Fan von Entspannung. Warum? Wir wissen, unter Anspannung reagiert unser Gehirn anders als unter Entspannung. Und deshalb sollten Sie sich immer wieder, um glücklich zu sein, sich wohlzufühlen in Ihrem Leben, Zeit nehmen, kurz zu entspannen. Und eine ganz, ganz einfache Übung, die ich da empfehle, ist, sich hinzusetzen, und für diese Übung können Sie sich eine Sitzposition suchen und finden, die einfach nur angenehm ist, oder auch liegen, und dann gehen Sie systematisch Ihren Körper durch. Sie spüren Ihren rechten Daumen und Ihren rechten Zeigefinger, Ihren Mittelfinger, und durchgehen heißt, Sie bleiben ganz ruhig, Sie fühlen nur hinein, und wenn Sie mal nichts fühlen an einigen Stellen oder weniger fühlen, dann gehen Sie nach einer Weile einfach ganz entspannt weiter. Das ist oft natürlich, wir haben nicht zu allen Körperstellen den gleichen Wahrnehmungskontakt immer, und dann nehmen Sie Ihre Hände wahr, die Handflächen, den Handrücken, wandern Ihre Unterarme hinauf, Ihre Oberarme bis zur Schulter, und das machen Sie dann mit der linken Hand auch. Nehmen sich Zeit für Ihre Füße hineinzuspüren, Ihre Unterschenkel, Knie. Etwas detaillierter können Sie es machen, am Anfang etwas grober, wenn Sie da zu detailliert sind, dann haben Sie meist noch nicht diese Übung, um sich genauer wahrzunehmen. Und Sie werden feststellen, dass alleine, wenn wir das Bewusstsein auf eine Körperstelle entspannt richten, nicht nachdenken, nicht die visualisieren, sondern wirklich hineinfühlen, hineinspüren, dass dann sich diese Körperstellen entspannen. Ja, machen Sie immer wieder mal diese kleine Übung für Ihr Wohlbefinden, und Sie werden feststellen, wenn Sie mehr Körperkontakt haben, Ihren Körper besser wahrnehmen, dass Sie sich im Leben zufriedener und glücklicher fühlen. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Der Körper ist die Basis, und etwas Entspannung, wie gesagt, wir wissen aus der Gehirnforschung, ein entspanntes Gehirn ist lernfähiger, ist stressresistenter und kommt Ihnen auf Dauer zugute, Ihrer Lebenserwartung, Ihrer Gesundheit. Und da wünsche ich Ihnen alles, alles Gute, und bis bald zu meinem nächsten Video.